Guten Tag, heute ist der 25. Mai 2023 und in diesem Video, das ist Nummer 24, geht es um meinen Nachbarn und sehr guten Freund über 30 Jahre, Willimann. Wir haben uns im Gericht kennengelernt. Wir waren, also Willimanns Story ist immer, dass ich wegen Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Vespa ein Ticket bekommen habe. Ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist halt, er hat es jemand totgelacht, wie kann man auf einer Vespa eine Geschwindigkeitsüberschreitung machen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt und haben uns gleich angefreundet und ich habe ihn dann viel besucht und wir saßen immer auf seiner Veranda und er hat mir die Geschichten erzählt von seinen ganzen berühmten Freunden von Mick Jagger über wie heißt der, Jack Nicholson und so weiter und so weiter. Also er hat wirklich hunderte von Schauspielern und Musiker und was weiß ich gekannt. Er hat halt damals in New York gelebt und war in der ganzen Szene drin. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, übertreibt wohl ein bisschen oder sowas. Aber ich habe dann doch über die Jahre einige kennengelernt und auch also Dinner mit denen gehabt und so weiter und so fort. Sarah Ferguson saß ich mal beim Dinner und Angelica Houston und viele von den Royals waren da. Nicht, dass ich die besonders wertschätze. Es war halt so, wie es ist. Und auf jeden Fall er hat dann auch, ja, war ja dieses berühmte Ding, wo wir oben waren und ich habe gesagt, ich will kein Grundstück, weil es keine Grundstücke gibt. Und er dann gesagt hat, warum gehst du nicht hoch und schaust dir das Haus da oben an, dieses Great House. Und ich dann gesagt habe, nee, das mache ich nicht, weil ich habe schon eine Ahnung, dass mir das so gut gefällt da oben. Und dann komme ich da das wird nicht klappen, weil die Frau zu viel Geld haben will und so weiter. Und dann bin ich dann trotzdem, ein paar Wochen später bin ich dann trotzdem hier hochgelaufen und dann ist eben das passiert, dass ich mich in das Haus verliebt habe und in den Platz verliebt habe und dann eben alles drauf gesetzt habe, das zu machen. Und ja, und nach vielen, vielen Hürden letztendlich dann auch meinen Titel bekommen habe. Das habe ich ja auch schon mal beschrieben in einem Video. Naja, aber es geht ja jetzt mehr um den Willimann. Also ich habe ihn oft besucht und wir saßen auf seiner Veranda und haben rumgetrunken und er hat dann Geschichten erzählt von seinem Leben und so. Und dann, als das Business anfing, war es natürlich schwierig, weil ich konnte nur einmal am Tag hochfahren. Ich habe ja um 5 Uhr bin ich hochgefahren und ansonsten konnte ich nicht, weil es so eine lange Tour war. Das war eine Dreiviertelstunde, musste ich hier hochfahren. Und dann war natürlich, ja, konnte ich ihn kaum noch besuchen, weil ich eigentlich immer mit Gästen unterwegs war und so. Und dann habe ich am Anfang immer die Gäste mitgebracht zu ihm und ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, also ich möchte dich ja gerne sehen oder so, aber das mit den Gästen, das wird mir doch ein bisschen zu viel und so. Und dann habe ich die Gäste oftmals im Auto warten lassen, also auf dem Pickup warten lassen, auf den Sitzen, während ich da mit ihm einen Drink gehabt habe oder zwei. Und sie waren immer sehr geduldig. Das fand ich sehr, sehr nett von denen, weil sie haben halt irgendwie doch mitgekriegt, dass das für mich eigentlich die einzige Zeit war, wo ich einfach mal wie eine Art Privatleben hatte. Ansonsten war ich ja einfach immer nur mit dem Business beschäftigt und so. Das war wirklich ganz toll von den Gästen, dass sie da so Verständnis hatten dafür. Und auf jeden Fall habe ich auch über die Jahre habe ich dann auch so eine kleine Sammlung an seinen Bildern
zusammengestellt. Also immer wenn er wieder überhaupt gar kein Geld hat, hat er gesagt, Frankie, kannst du mir nicht ein Bild abkaufen? Und dann habe ich ihm mal wieder ein Bild abgekauft oder hat mir auch einige geschenkt. Und deswegen habe ich so eine kleine Sammlung an von seinen Bildern und die werde ich vielleicht im nächsten Video mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob YouTube mich deswegen dann mir ein Problem macht, weil die sind zum Teil doch sehr erotisch und sehr, aber ich hoffe, dass das unter künstlerische Freiheit vielleicht doch durchgeht und so. Naja, auf jeden Fall hat er auch immer gerne Geschichten erzählt von Schafsten, die waren dann auch immer ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall waren sie immer lustig, die. Und da werde ich auch noch ein paar vorstellen von seinen Geschichten, die er über Schafsten erzählt hat. Mir fallen zwei vor allen Dingen ein. Aber das mache ich im nächsten Video. Ja, Willi war halt ein Exzentriker, der hatte so einen linken Continental und da ist er mit seinem Fahrer und Freund Countryman, der in dem Movie Countryman, ein sehr toller Film übrigens, bitte schau den mal an, ein ganz toller Film über Jamaika, der von unserem gemeinsamen Freund Dickie Jobson gemanagt wurde, von Dickie Jobson, der mal ein Manager war von Bob Marley. Da habe ich auch den Volvo, den weißen Volvo, den ich da neulich in den Fotos vorgestellt habe, bekommen. Und auf jeden Fall ja, ist er mit dem Countryman durch die Gegend gefahren und hat damals Great Häuser gemalt, gezeichnet und war eben überall auf der Insel deswegen. Und da hat er. Chris Blackwell hat ihn dann jahrelang unterstützt, hat ihm die Bilder abgekauft und es hat ihn 20 Jahre lang über Wasser gehalten und ihm sein Einkommen gesichert. Und ja, und dann ging es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann hat dann der Chris das gekündigt und dann wurde es beim Billy dann schon enger mit dem Geld und dann war es schwieriger, weil dann war der einfach nicht mehr das regelmäßige Einkommen. Er hat dann zwar für Sandals zum Beispiel auch so Murals, also so Wandmalung, Wandbilder gemalt. Da muss ich mal schauen, dass ich vielleicht mal da runter gehe und da mal ein paar Fotos machen. Das waren nämlich eigentlich auch sehr schöne Fotos, sehr schöne Bilder von ihm. Naja, auf jeden Fall, Willi war ein Exzentriker, der einfach aus dem Vollen gelebt hat und das hat mir so gut gefallen. Er hat sich eigentlich wenig um finanzielle Sachen gekümmert. Er hat einfach gelebt und ist dann auch entsprechend gestorben. Gott sei Dank ist er unterstützt worden von einer Schwägerin von ihm am Schluss. Sonst wäre es noch schlechter gewesen. Also er ist dann doch irgendwie verarmt gestorben, aber er hat sein Leben gelebt in vollen Zügen und er hat ein tolles Leben gehabt. Und er war dann auch bettlägerig und das hat einfach nicht zu ihm gepasst. Und deswegen war es meiner Ansicht nach auch das Beste, dass er dann gestorben ist, weil das Billy und bettlägerig, das passt einfach nicht zusammen. Vorher ist er jeden Tag zum Buschen rausgegangen und dann hat er aufgehört. Und ich habe immer gesagt, du musst weitermachen. Und es war auch mal, man konnte sehen, in dem Moment, wo er aufgehört hat, ist es dann bergab gegangen. Das Wichtige ist, dass wir eben, wenn wir älter werden, dass wir einfach irgendwie unsere Bewegung beibehalten. Also, please like and subscribe. Vor allen Dingen subscribe bitte zu meinem Channel. Lasst es ein bisschen wachsen und habt einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, wenn ihr eine kleine PayPal-Donation machen könnt, würde mir echt helfen. Es ist momentan wirklich durch Covid und so. Also, es wird jetzt alles besser. Aber momentan ist es halt sehr, sehr knapp bei mir. Coolescam@gmail.com wäre nett. Und ansonsten sehen wir uns im Teil 2 vom Willimann-Video morgen wieder. Okay, habt einen wunderschönen Tag. Bye bye.